Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir hier zusammen Deponia Doomsday. Ja, ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt, es ist blind und ich würde sagen, neues Spiel. Ich habe ja eh noch nicht gespielt, das ist okay. Wir legen einfach direkt mal los. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert. Wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder einen Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote, Rasierschaumtortenkatapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich. Indem er sich fallen ließ. Ende. Ja, wir haben zugespielt. Fertig. Ach. Der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End. Aber. Ihr wisst doch. Enden und Haie. Man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage. Würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Dieser Ort war die Hölle, aber welcher war es nicht in diesen Tagen? Ich hatte den alten Jeremiah zurücklassen müssen. Selbst schuld. So schnell er beim Reifenwechseln war, so lange hatte er gebraucht, mir einen Slushy zu besorgen. Wenigstens hatten wir so die gefräßigen Fuelocks abhängen können. Ich musste mich beeilen. Ich möchte das Story spielen. Ich würde mal sagen, ja, einfach nur zu gucken, wie die Tasten so sind. Willkommen im Tutorial. Das Tutorial wird dir Schritt für Schritt die Steuerung des Spiels beibringen. Nutze die Schaltflächen am rechten Bildschirmrand, um die Tutorial-Nachrichten erneut anzuzeigen. Benutze als erstes die Hotspot-Taste, um interessante Objekte zu finden mit ihr Blablabla-Leertaste. Ja gut, das kennt man ja. Klar, dein Cursor besteht aus zwei Zahnrädern. Ein großes und ein kleines Zahnrad. Das große Zahnrad steht für die Linksklick-Aktion Interagierung. Das kleine rechte fürs Ansehen. Okay. Bewege den Cursor zur Leiter, benutzen. Manche Objekte kannst du dir ansehen. Benutze dazu den rechten, ja. Die Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Okay. Übrigens, in den Zahnrädern und Cursor leer, Objekte unter dem Cursor keine Ansprüche. Okay. Ja, ist ja ganz klar. Du kannst die Szene verlassen, indem du Ausgang benutzt, findest ja recht. Ja, okay, wir werden das einmal, weil das Tutorial ist eigentlich quasi so wie man jedes Point-and-Click-Adventure spielt.
deswegen braucht man es nicht zwangsweise. Ich versuche aber die Leertaste so wenig wie möglich zu benutzen. Was ist das denn? Hat er es gespeichert? So, dann gucken wir uns nochmal hier an. Irgend so ein Punk hatte keine Hoffnung an die Tür zum Sprengturm gesprayt. Erzähl was Neues. Fuelock Gelb. Nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Ich hoffe, im Sound passt das so, aber es sollte eigentlich. So. Nichts. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, dann wir. Lachhaft. Lachhaft. Okay. Die große Frage ist nur, wo ist mein Inventar? Fetzig. Okay. Vielleicht habe ich hier den Schnee wegmachen? Nee, ne? Das war schon kaputt, wie so vieles heutzutage. Die Tage des blinden Vandalismus waren vorüber. Mein neuer Plan war um einiges destruktiver. Okay. Also den Riegel habe ich gar nicht gesehen. Der Organon hatte die Tür zum Frei nach dem Motto so. Lachhaft. Kann ich den ansprühen hier? Ah! So sehr mir mein selbstgebauter Flammenwerfer auch gefiel, gegen den Riegel konnte er nichts ausrichten. Hier ist aber nichts. Na gut, vielleicht benutze ich halt doch etwas ab. Aber egal. Wir gucken einfach, wie oft wir es benutzen, wie oft nicht und so weiter. Das haben wir nie gekommen, schon am Anfang nicht weiter. Sogar der Kasten für den Notfallschneidbrenner war vereist. Was für eine Scheißironie. Das ist ja kein Problem. Den können wir ja auftauen hier. Wer hätte das nicht als so ein Notfallbrenner gedöhnt? Dann haben wir jetzt den Leiter runter. Ich mag allgemein diese Spiele, ne? Das müsste auch wieder ein so ein Daddy, wie auch immer, sein. Glaube ich. Meine schon. Der Riegel sah nicht so aus, aber ich war so weit gekommen, ich würde es nun auch zu Ende bringen. Ganz zu Ende. Geh an! Kann nur den, oder? Ja. Wie oft muss ich da drauf drücken? Scheißteil! Ja, wow! Oh, hi! Zack, zack! Wie weit muss ich das denn erhitzen? Das Siegel zu durchtrennen hatte sich als leichter herausgestellt als gedacht. Fast wünschte ich mir, es hätte länger gedauert. Aber nun war der Weg frei. Na dann. Also ich fand das nicht so einfach. Oh, hi. Hm? Auf!
Hallo? Das geht nicht. Wie lange muss ich denn da drücken? Der Riegel fehlt ein Riesenreich. Okay. Die Aussicht verschlug mir den eisigen Atem. Von hier oben aus konnte man alles sehen. Die Zerstörung, die Hoffnungslosigkeit und den Knopf, der simultan alle Bombenklammern in unzähligen Sprengtürmen rund um Deponia lösen würde. Als ich die Bombe sah, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Wahrscheinlich nur Schnee in der Kapuze. Die Tür würde sie vorerst aufhalten. Okay. Push a button. Tja, das war's dann wohl. Das Ende meiner... Das... Frosch im Hals. Das Ende meiner Reise. So ein Scheißdreck. Jetzt ist sogar schon das Armageddon eingerostet. Na warte. Euch erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Warte, ich mache eben gerade Einstellungen. Die, die Musik mal ein bisschen leiser. Und die Geräusche auch. Weil ich finde, man hört ein bisschen wenig, vom Dings. Von der Stimme und so. Miststück, kommst zurück, als wär das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wohl mal eine Gedächtnislücke schließen. Leben im Dreck hat dir nicht geschmeckt, hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt hier kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich seh keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Wie geht da noch was und was wäre wohl wenn? Was habe ich so vermisst, ne, diese Musik? Ich liebe sie. Dedelec Entertainment, so hieß das, ne? Hussa, er ist wieder da. Errungenschaft. Was für ein nicer Beat, Alter. Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt. Und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Die Musik ist super nice. Damit habe ich meine Raketenharpune zusammengebaut. Obwohl, Moment, das war auch nur ein Traum, oder? Ach, ist das alles verwirrend. Ja, mit dem kann ich immer mal gebrauchen.
Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Das Feuer ist aus. Kein Aber da ist doch was drin. Vom Feuerzeug. Will noch was? Oh, hier. Nicht hingucken. Sie hält mich sonst nur wieder tagelang von der Arbeit ab. Knickerfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach, egal. Ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Oh. Muss damit spielen. Das ist wichtig. Okay, dann gehen wir mal raus. Hier ist ja nichts mehr. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Okay. Okay, dann... Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Nett, da so ein Bowlingball durch, ne? Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Tja, das ist komisch. An die Arbeit! Nein, stopp! Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst: Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Ein was? Das ist ein Gummierstift. So, die Knickerfolie. Diese Zukunftsvision. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Hey, stopp! Sie können hier nicht parken, Sie! Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Da oben ist noch einer drin. Hey, hallo, Sie können hier nicht parken. Hm. Interessiert wohl keinen. Ich guck mich mal ein bisschen um. Bevor ich quasi abhaue. Hey, du da! Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern davon. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist. Was hast du nur getan? Was hast du nur getan? Darüber darf ich nicht reden. Es... Moment, was habe ich denn getan? Du hast beim Einparken die Gläser meiner Freundin zerdeppert. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja, du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa... Doch. Es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! Die Zeit zurückdrehen. Nein! Du... Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla. Bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, die Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch 1 Million Fragen haben. So, ja, na gut. Ja, na gut, ne?
Wer bist du denn überhaupt? Wer bist du überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der vierten Achse der Raumzeit. Tatsächlich? Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja, wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Ja. Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss. Eine ernste Sache. Es ist wie Spliss. In der Zeit. Nein. Also meine Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Du klingst wie meine Freundin Toni. Ist die Quanten... Was ist die Quantenwurzel aus... 237169. Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Das ging schnell, die Antwort. Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine... die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Na gut. Wie meinst du das, die Zeit zurückdrehen? Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke. Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen, McChronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Oh ja, das wäre schlimm. Wo schalte ich das Ding ein? Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Ein Fehler, der sich ja leicht korrigieren lässt. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe? Nein! Warte! Spooky? Ich hatte gerade wirklich Spooky. Tati, tata! Lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Ich hatte gerade wirklich Spooky. Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Voll geil. Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Hallo, Mr. Rufus. Hm? Was? Moment, ich kenne dich. Du bist McChronicle. McChronicle. Aber das hieße ja, du kannst dich erinnern? Na und ob? Du hast die Gläser kaputt gefahren. Verblüffend. Nicht halb so verblüffend wie deine Popelbremse. Aber apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möglich? Wir reden gleich drüber. Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Fauxpas von eben nicht wiederholen. Du meinst den von gleich? Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage werden. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi. Kommen. Stopp. Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Ach, noch reichlich. Du hast dich ja noch gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Kommen. Kommen. Ja. Nanu, da war doch eben noch ein Elefant. Hier geht heute etwas vor, wovon sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Stopp. Stopp! Oh. Oh nee, nicht schon wieder. Warum bleibt er denn immer da stehen?
Und? Hat es funktioniert? Ja, du hast die Gläser wieder kaputt gekriegt. Hat funktioniert. Du hast die Gläser wieder umgefahren. Warum hast du nicht Stopp gerufen? Ich war abgelenkt. Apropos, du hast nicht zufällig einen rosa Elefanten gesehen. Hast du getrunken? Eigentlich reichlich. Aber es verträgt sich wohl nicht mit den Medikamenten. Kommt mir auch so vor. Meine Reflexe sind weit unter Norm. Sonst wäre er mir nie durch die Lappen gegangen. Wo versteckt sich dieses Mistvieh nur? Kann ich da nochmal eine Kurbel drehen? Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Stimmt. Lass uns lieber noch einen Augenblick warten. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Dann gucken wir erstmal nach diesem Elefanten hier. Was ist das denn? Nilbot? Eine Maschine, die nichts tut. Na, die darf sich nicht wundern, dass sie auf dem Müll gelandet ist. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Uiui. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. In solche Fächer passen nur paramechanische Bauteile. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Okay. Hab's doch verstanden. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Okay. Einen Hund können wir nicht, ne? Dann kommen wir rein, ja. Gucken wir nochmal in die Tür, hier ist ein Feuerwerkkörper. Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Ja, genau. Okay, das war da alles. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Oh, nie wieder. Hörst du, Tag? Nie, nie wieder. Was mache ich mir vor? Alles kommt irgendwann zurück. Da ist es ja. Lecker. Auf Tack ist immer Verlass. Zumindest wenn es darum geht, pünktlich zur Sperrstunde durch den Ort zu torkeln. Huhu, Tack. Dir auch einen schönen Tack-Tag. Tack-Tack. Die letzte Plörre war schlecht, was? Es ist doch immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Vielleicht weißt du einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Weißt du das etwa? Ja, wenn's am schönsten ist, dachte ich. Viel Glück, Kumpel. Der Krug geht so lange zum Munde, bis man bricht. Glaub mir, es ist immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Klar. Du solltest mit dem Trinken aufhören. Das Aufhören ist nicht das Problem. Es ist das Wiederanfangen, das ich einfach nicht bleiben lassen kann. Welchen Tag haben wir? Und ich dachte, ich sei betrunken. Hörst du die Musik nicht? Es ist natürlich Grill-Donnerstag. Grill-Donnerstag? Welches Jahr? Alles gut bei dir, Rufus? Ach, geht so. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich habe eine Illusianerin kennengelernt und mit ihr zusammen Deponia gerettet. Nur um es letztlich doch selbst in die Luft zu sprengen. Aber Grill-Donnerstag in Kuwak, das hieße ja... Nichts von all dem ist je passiert. Der schwimmende Schwarzmarkt, Boso, Doc, das kann einfach nicht stimmen, dass das einfach alles nicht stimmen kann. Meine Fans rasten aus, wenn sie erfahren, dass meine Abenteuer niemals stattgefunden haben. Und schlimmer noch, die wollen ihr Geld zurück. Hä? Was für Fans? Weißt du, wo ich Toni finde? Sie ist in Lonzos Kneipe. Unfassbar, dass sie mich in Schnapp den Schnaps geschlagen hat. Bei Lonzo?
Da muss ich ja einmal quer durch die Idiotenparade. Auch ein Grill-Donnerstagsmuffel? Kann ich gut nachvollziehen. Glücklicherweise wird man nicht zum Square Dance aufgefordert, wenn man Kotze am Mundwinkel hat. Kennst du dich mit Visionen aus? Meinst du sowas wie rosa Elefanten? Ich dachte immer, das sei nur ein dummes Klischee. Aber heute läuft hier tatsächlich einer rum. Pah, rosa Elefanten kann doch jeder. Ich habe die Zukunft gesehen. Schön für dich. Ganz im Gegenteil. Es wird furchtbar werden. Wahrscheinlich hast du recht. Mir graut auch bereits vor morgen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe den rosa Elefanten auch gesehen. Wirklich? Ja, ein lästiges Exemplar. Er lenkt mich jedes Mal ab, wenn ich Tonis Gläser retten will. Das heißt ja, ich bin doch nicht bescheuert. Ich würde hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Hilfst du mir, den rosa Elefanten zu verscheuchen? Er ist bereits weg. Ich meine ja auch nicht jetzt, sondern... vorhin. Du willst, dass ich dir helfe, einen Elefanten aus deiner Vergangenheit zu verscheuchen? Been there, done that. Genauso geht es mir mit meiner Frau Trudi. Meine Strategie? Ich trinke, um zu vergessen. Tja, vollkommen falsch. Der Trick ist nämlich, sich zu erinnern, wenn sich die Zeit wiederholt. Hä? Wie soll ich mich denn an etwas erinnern, das noch gar nicht passiert ist? Ach, das ist doch katzenleicht. Man muss nur... Ja, wie funktioniert das eigentlich? Ich sollte vielleicht MacChronicle danach fragen. Tu das. Okay. Bleib senkrecht. Mach mir eine Skizze. Ja, mach mir eine Skizze. Oh Mann, ey. Gut, dann fahren wir mal MacChronicle. Hey, Mac. Na, ist die Welt schon untergegangen? Ich fürchte ja. Aber ganz sicher bin ich mir erst, wenn es wieder passiert. Hier läuft ein rosa Elefant herum, der mich beim Einweisen stört. Ein rosa Elefant? Das ist hochgradig beunruhigend. Es könnte die Vorhut einer rosa Stampede sein. Oder der Zeitreset hat einen schadhaften Einfluss auf dein zentrales Nervensystem. Unmöglich. Ich habe mein Nervensystem mit heißem Blei ausgegossen, um meine Vorstellungskraft zu verdoppeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Tja, ich schon. Okay. Wie kommt es, dass wir uns nach dem Kurbeln an alles erinnern und sonst niemand? Ja, Moment mal. Das ist eine erstaunlich gute Frage. Also, ich habe dafür diese hochkomplizierte Kopfbedeckung erfunden. Aber du? Dein Aluhut schützt deine Erinnerung? Es ist schon etwas komplizierter. Für so einen verkopften Hirni wie dich bestimmt. Für mich ist der Fall damit gelöst. Dr. Gizmo musste mir mal diese Aluplatte einsetzen, nachdem irgendwer meinen Katapultplan sabotiert hat. Das könnte ein Faktor sein. Aber die Abschirmung funktioniert nur, wenn der Hut auch mit Stroh ausgefüttert ist. Musste dir dieser Dr. Gizmo auch Stroh einsetzen? Nee, da habe ich schon genug. Oh, ah. Hauptsache, es funktioniert, oder? Hey, warum ist das nicht ganz drauf? Wie funktioniert das noch gleich mit der Erinnerung? Ich trage einen mit Stroh gefütterten Aluhut. Wie du es machst, ist mir schleierhaft. Das heißt, wir brauchen einen Wege Aluhut. Des Rufus sind unergründlich. Okay. Meinst du, bei meinem Traum handelt es sich auch um so eine Zeitanomalie? Möglich. Wovon handelte er? Ich habe eine Elysianerin vor dem Organon gerettet. Und zusammen haben wir... Keine Einzelheiten, bitte. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Traum war. Und ein recht verbreiteter dazu. Okay. Man sieht sich früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Okay, wir brauchen einen Aluhut. Dann gucken wir mal, ob wir einen finden für ihn. Weil dabei haben wir keinen, ne? Nee, dafür können wir keinen Aluhut bauen.
Er kommt! Alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein offenes Feuer in Rufus' Nähe sehen! Möge Tetanus uns beistehen. Also ich bin schon ziemlich beliebt hier bei den Leuten. Da können meine prophetischen Träume orakeln, bis sie schwarz werden. Ich werde niemals einen Schnauzer tragen. Hallo Fremder, neu in der Stadt? Aber Rufus, ich komme doch jedes Jahr zum Grill-Donnerstagsfest. Richtig. Und dein Name war? Zoon, amtierender Grill-Champion aus Sierra Benzole. Sierra Benzole? Ich dachte immer, der Ort hat nur 3 Einwohner. Was nicht heißt, dass der Titel nichts wert ist. Fuego und Petrol sind nämlich auch sehr geschickt im Umgang mit Brennspiritus. Schade, dass sie dieses Jahr nicht antreten können. Lass mich raten. Ein Arbeitsunfall? Sagen wir einfach, sie hätten das Chewabchichi mit mehr Che und deutlich weniger Shishi machen sollen. Okay. Weißt du, wie man einen Elefanten fängt? Natürlich. Was denkst du, wozu ich die Elefantenbüchse da hinten habe? Zum Protzen, dachte ich. Ja, das auch. Aber die Elefantenjagd hat bei uns große Tradition. Sie geht zurück auf die Tage, da Halligall und Hunikus gleichzeitig auf die Idee kamen, über die Amalgaten zu reiten. Ich dachte, sie hätten dort nur Füllungen für die Stoßzähne gesucht. Was das Aufeinandertreffen der Heere nicht weniger blutig gemacht haben dürfte. Du weißt ja, nichts ist gefährlicher als ein Elefant mit Zahnschmerzen. Okay. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein. Die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ich bin zufällig Großwildjäger. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach zu treffen. Die Profis jagen kleine Tiere. Enten oder Ratten. Dazu reicht so eine Wumme nicht aus. Da braucht man schon sowas wie ein Hochpräzisionsblasrohr. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. What the fuck, okay. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Kommt drauf an. Bist du mittlerweile ein diplomierter Großwildjäger? Ja, klar. Ja. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Was gibt's denn Leckeres? Was schon? Grill-Donnerstag ist Murmeltiertag. War nicht Randale-Montag immer Murmeltiertag? Nein. Grill-Donnerstag. Ganz sicher. Ich passe trotzdem. Ich stehe nicht so auf aufgewärmte Plot-Idee, Murmeltiere. Okay, ja. Was soll der Quatsch mit dem Licht und dem Grillen? Das nennt man Grill-Donnerstag. Ich meine doch, dass ihr die immer ausschaltet, wenn ich in die Nähe komme. Och, das sind ganz normale Brandschutzvorkehrungen. Mach dir darüber keine Gedanken. Hatte ich nicht vor. Na dann, Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Ja. Wenn er mit mehr Gefühl und weniger Spucke spielen würde, könnte er in den Pausen vielleicht auch mal ausspannen. Aber wir spannen auch aus. Ich würde sagen, das reicht für den ersten Part. Der wisst ihr, wie immer, dass er ein bisschen länger ist. Und sonst hoffe ich, dass ich zeitlich immer gucke, dass ich um 20 Minuten bleibe. Ja, ansonsten würde ich sagen, falls euch dieses Projekt gefällt, würde ich mich über eine Bewertung und über einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich auch im nächsten Part wieder. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.